Ich habe bislang noch nichts gesehen, was wirklich effektiv ist gegen Flug-Pokémon. Das macht mir schon mal ein bisschen Sorgen. Du jetzt? Ich hab dich schon mehrfach gesehen. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon fängt? Nein. Oh, in Ordnung. Wenn viele Pokémon fangen möchtest, musst du weite Wege gehen. Ja, halt's Maul. Was soll ich mit einem Visor anfangen? Ja, das kann man sich sparen. Wenigstens erklärt die dir nicht trotzdem. Ja, genau. Nicht so wie die Mutti. Ja, ich erzähle dir trotzdem, was hier benutzt. Ja. Das ist true. Da denke ich mir halt auch, warum fragt man, wenn man es dann sowieso macht? Habe ich nicht einfach durch, ne? Nee. Ba 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 ba. Also auf die zweite Arena bin ich gut vorbereitet. Auf die erste noch nicht so und auf die dritte noch gar nicht. Meine, ich hätte irgendwo gelesen, vor ein paar Tagen, in irgendeinem Insta-Reel oder so, dass man kurz vor Bianca sich ein Macholo ertauschen kann. Problem ist, ich weiß nicht mehr genau wo und ich weiß nicht mehr gegen was. Aber es wäre natürlich 10 von 10. Aber war das gegen Knuffenser? Safe vorher im Knuffenser-Turm. Aber was gab's hier? Gab's hier nicht Kleinsteine oder so? Wie gut ist mein Gedächtnis? Oh, ein Habitat. Ja, würde ich jetzt auch nicht nein zu sagen. La 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 la. So, wie wollen wir Habitak nennen? Habitak, Kleinvogel. Es fliegt ständig umher, um sein Habitat zu beschützen. Dabei stößt es grelle Schreie aus. Möchtest du Habitak einen Spitznamen? Ja. So, ich warte jetzt auf Vorschläge. La 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 la. Ist übrigens ein männliches Habitak. Wir könnten es wieder Helmut nennen. Ja, nehmen wir Helmut. Außer es kommt, während ich tippe noch was im Chat, was mir besser gefällt. Ich tippe extra ein bisschen langsamer. Gut. Armer Helmut. Aber ganz tief im Hinterkopf habe ich immer noch so dieses, ihr müsst es auch Kleinstein geben. Radfratz. Ja, Radfratz ist uninteressant. Ich hätte schon gerne, dass Ramamba noch Glut lernt, bevor wir weiterziehen. Ah! Habe es tatsächlich richtig im Kopf gehabt. Unfassbar. Ich wusste gerade nicht, wo das herkam. Ich habe einfach nur den Weg da nach oben gesehen und habe mir gedacht, so, warte mal. Da war doch was. Wirklich, Kleinstein, muss ich dich jetzt wirklich schwächen, um dich zu fangen? Wir probieren es nochmal. Kleinstein wäre richtig stark, sowohl gegen in der Flugarena als auch in der Käferarena und eigentlich auch in der Normalarena. Hätte man einen Mon, dass es die ersten drei Arenen auf jeden Fall schon mal carryen kann. Ich habe keine Ahnung, welche Arenen danach kommen, wenn ich ehrlich sein soll. Aua. Mir nicht weh. Tut dir doch auch nicht weh. Attacke ist nicht sehr effektiv. Ja, ach nee.
sehe schon, komm, im falschen Moment kommt gleich der Crit und dann verreckt der kleine Stein einfach. Aber wir werden nachher im Knofenso-Turm sicherheitshalber trotzdem zwei Knofenser fangen. War das ein Volltreffer? Das sah gerade so aus. Okay. Nur für den Fall, dass es wirklich ein Macholo geben sollte, weil Macholo ist auch an sich kein allzu schlechtes Pokémon. Auch wenn wir natürlich das Pech haben, dass wir es nicht auf höchste Stufe entwickeln können, weil müsste man tauschen und ne, man kennt die Probleme. Ich brauche einen Namen für ein weibliches Kleinstein. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich das nenne. Mein Real-Life-Carry. Okay. Okay, let's go. Mal kurz gucken, ob hier irgendwas... Ah, ich muss aber aufpassen, dass wir nicht ihre Telefonnummer geben wollen. Wie dicht war haben wir jetzt vom Level Up? Ah, kann man machen. Und sobald Ramamba Glut kann, packen wir Shiri nach vorne. Lernst du Glut? Lern Glut? Tust du nicht, okay. Solange sie dir nicht, wenn sie ihre Nummer geben wollen. Da hatte ich ein bisschen getriggert, oder? Okay, wir warten bis zum Pokémon Center, bevor wir Shiri vorpacken. Auch wenn Ramamba noch keine Glut kann. Aber Ramamba wird noch ein bisschen mitleveln, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei jedem ablehnen kann mit der Telefonnummer. Aber allein, dass sie mich ständig fragen, nervt schon. Und man denkt sich, ah ja, entspannten Kampf beendet. Und so, ah, willst du noch meine Telefonnummer haben? Und während man so am Durchspammen ist. So, nein, verdrückt. Und dann rufen die einen halt auch ständig an. Also ja, das ist das Schlimmere an der Sache. Jetzt haben wir nicht mehr. Ein paar Pokebälle, ein paar Tränke. Wunderbar. Kannst mich in Ruhe lassen, kannst du, ja. Okay. War hier noch irgendwas Interessantes? Haus des Fremdenführers. Gab's hier schon Turbotreter? Scheiße. Ach komm, du warst der Fremdenführer, ich weiß das. Ich glaube, es gab Turbotreter. Aber ich weiß es nicht. Komm, zeig mir den Shit hier. Ah, sein Pokémon Center. Kannst du Pokémon heilen? Jo. Supermarkt, hier werden Bälle verkauft, Getränke und Scheiß. Jo. Da geht's nach Azalea City. Da kannst du in einem klatschen und irgendwann deine Arena den Orden holen. Hier ist Wasser. Und hier wohne ich, der alte Mann. Oh, das Kartenmodul, okay. Das ist auch fein. Gab's hier doch noch keine Turbotreter. Dann kam die erst in der dritten Generation. Aber ist ja alles nicht so wild. Ah, ich wollte Shiri nach vorne packen. Ich wollte ins Pokémon Center. Right? War im Pokémon Center, okay. La 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 la. Hey, noch irgendjemand ein Item? Nö, okay.
Eben macht das Campen Spaß, okay. Hey, du Opfer, ich hab verloren, ich versuche mehr Pokémon zu finden. Ah, du siehst schwach aus, los, lass uns kämpfen, du Opfer. Ah, mit meinem Level 2 Pokémon wird das nicht einfach. Aber ich habe da noch Ramamba in der Hinterhand. Ja komm, Radfratz, Level 4. Er wird die Schirien kriegen. Wenn nur Tackle. Oh, hast sogar zwei Schaden, das ist belastend. Ja, nee, das dauert mir zu lange, wenn wir das so machen. Greif zu unfairen Mitteln. Kleine Ratte hätte es auch down gehen können. Dankeschön. Ein Teenager Julian wurde besiegt. Ja, wieder verloren, Menno. Ja, da nix, der kleine Lappen. Ba, ba, ba. Teenager Burkhardt. Er hat einen Taubsi. Mhm. Ich habe leider noch keine Gesteinsattacken. Ich weiß auch nicht, wann Kleinsteine Gesteinsattacke lernen, wenn ich ehrlich bin. Aber hier jetzt keine Ahnung, einen Steinwurf oder sowas zu haben, wäre schon ganz nice. Natürlich treffe ich nicht. Keiner trifft hier, okay. Hammer. Na, was hat er noch? Ein Radfratz. Ah, Schiri muss leveln. Level 11. Muss ich hier ein bisschen reingrinden. Aber sollte sich, glaube ich, ausgehen bis zur Arena. Aber Falk ist ja auch so auf dem Gebiet Level 11, Level 13, glaube ich. Dann sollte das ziemlich gut passen. Und mit 16 Intensität. Oh, das ist geil. Aber auch noch eine Bodenattacke dazu. Intensität ist zwar immer ein bisschen Lottospiel, aber ich mag dieses Lottospiel, weil Intensität eigentlich. Also gerade so am Anfang noch so bis Intensität oder ab Intensität 6 eigentlich schon recht brauchbar ist. Es ist selten, dass man da drunter landet. Das ist seltsam, davor habe ich gewonnen. Ja, den anderen Lappen hast du fertig gemacht, mich nicht. Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Du kein Trainer bist. Wie bist du denn hierher gekommen, ohne das hohe Gras zu gehen? Ja, du könntest von hier oben gekommen sein. Ja, okay. Das Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Der Uli. Der Uli und sein Raupi. Mhm. Schiri schon Level 3. Jetzt ein Match auf Augenhöhe. Der Schaden auch schon ein bisschen besser aus. Und wir kriegen nur noch einen Damage rein. Also halb so viel Schaden wie eben. Nice.
Was haben wir noch? Noch ein Raupi. Ja. Machen wir. Sollte Schiri fast auf Level 5 kommen. Wirklich knapp an Level 5 vorbeigeschrammt. Was willst du, Mutti? Hoffe ich, wenn jetzt sagst du mir, dass du auf eine lange Reise gehst. Wünsch, du hättest es mir wie gesagt. Was mit Geld? Soll ich für dich sparen? Nein, nerv mich nicht. Das Problem ist, die spart mein Geld nicht nur, die gibt das auch ständig für irgendwelche Scheiße aus. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Wenigstens erklärt sie mir nicht wieder, wie man telefoniert. Ja. Da haben wir so hart getriggert worden davon. Schlimmer als ich und ich habe nicht gedacht, dass das geht. Na komm, gib mir eine Beere. Eine Bitterbeere. Ich bin eine Bitterbeere. Ich glaube, die war gegen Paralyse, aber. Der erzählt mir wahrscheinlich nur irgendeinen Scheiß über Beeren. Das kleine Kilo will kämpfen. Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Da, Schiri räumt weg. Schiri räumt dich weg. Die macht dich platt, du kleiner Käfersammler. Vier Pokémon. Der Greg. Der Greg mit seinen Raupi. Level 2, wie süß. Aber gut, kann halt trotzdem Schaden machen, ne? Also, kann halt auch nicht ewig tanken. Ich glaube, noch 6 Angriffe und dann. Am 7. ist vorbei, solange es keinen Crit gibt. Ja, okay, Fadenschuss. Mach mal erstmal langsam hier. Ist ja nicht so, dass Raupi nicht ohnehin schneller ist. Also mach mal langsam. 6 KP. Ärger ihn nicht zu sehr, sonst schreibt der Greg das in sein Tagebuch. Naja. Weiß gar nicht, was der Greg so in seinen Tagebüchern drinne stehen hat, aber das wird dann dazukommen. Liebes Tagebuch. Ich hab heute einen großen Jungen geärgert. Der hat mich kaputt. Der hat meine Pokémon dann kaputt gehauen. Das fand ich nicht so schön. Und der 6 KP? Ein Horn-Liu. Aber nicht vergiften, bitte. Vergiften ist nicht cool. Okay. Nicht vergiften. Arschloch. Ja. Nicht vergiften. Eieieiei. Hallo, HP vergiftet zu werden ist echt übel. Generell vergiftet zu werden ist unglücklich, weil macht doppelt so viel Schaden wie die Angriffe, die noch dazu kommen. So, was hätten wir? Level 6. Ach, geht doch voran jetzt. Rilla lernt ein Igler. Können wir unsere Defensive noch ein bisschen pushen, aber da kriegen wir sowieso von allem aktuell nur einen Schaden. Von daher nicht so wirklich sinnig. Außer wie der Walzer. Oh, ich habe jetzt schon 2-Hit. Easy. Und noch ein Raupi. Habe ich nicht ganz aufgepasst, ob das für Level 7 reichen könnte? Ich glaube knapp nicht. Ich meine, es ist nur ein Level 2 Raupi. Ja, ist von einem Trainer. Aber ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Hallöchen, Faye!
Schöne Grüße in den Urlaub. Oh. Auch wenn du mich nicht hörst. Ich hab ein Pokéball gefunden. Willst du auch noch kämpfen? Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Sie ist groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City. Was war das? Als Pokémon Akademie. Nein, wir brauchen nicht in die Pokémon-Schule gehen.